Der Erste Weltkrieg war die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Nach 4 Jahren war Deutschland geschlagen. Auf dem Schlachtfeld hatte es 2 Millionen Soldaten verloren. 1,5 Millionen Tote waren in Frankreich zu beklagen. Für die Sieger stand fest, dass alleine Deutschland für den Krieg verantwortlich war. Im Frühjahr 1919 hatten sie untereinander einen Friedensvertrag ausgehandelt, der Schuld und Sühne festschrieb. Die Deutschen hatten ihn anzunehmen. Der deutsche Marinestützpunkt Tsingtao in Nordchina. Dort hatte das Reich 1897 einen Küstenstreifen gekauft. Im Jahr 1900 beteiligten sich deutsche Soldaten an einer internationalen Strafaktion gegen aufständische Chinesen. Pardon wird nicht gegeben, hatte ihnen der Kaiser befohlen. Eine französische Karikatur stellte ihn als schlechter dar, obwohl Franzosen in derselben Expedition kämpften. Nordafrika. Hier hatten Engländer und Franzosen 1904 ihre alten Rivalitäten beigelegt. Während Großbritannien Ägypten beherrschte, durfte Frankreich Marokko ausbeuten. Damit waren die Deutschen nicht einverstanden. 1905 besuchte Wilhelm II. Die Hafenstadt Tanger. Zu dieser Zeit rebellierten die Marokkaner gegen die Franzosen. Der Kaiser ermunterte sie, weiter für ihre Unabhängigkeit zu kämpfen. Wilhelm II. Hatte sich bisher nie für Marokkos Unabhängigkeit interessiert. Jetzt mischte er sich in Frankreichs Kolonialpolitik ein. In Marokko hatte das deutsche Unternehmen Mannesmann große Erzvorkommen entdeckt und baute sie ab. Doch noch wichtiger als die Rohstoffe war für den Kaiser Deutschlands Anspruch auf mehr Macht in der Welt. Das Reich sollte nicht zusehen, wie Großbritannien und Frankreich Afrika untereinander aufteilten. Es verlangte nach mehr Kolonien. Die wenigen roten Flächen in Afrika markieren deutsches, die gelben französisches Gebiet. Grün zeigt das Imperium Großbritanniens. Nordafrika hatten Briten und Franzosen untereinander aufgeteilt. Die Einmischung des Kaisers in Frankreichs Kolonialpolitik trieb das Reich in die Isolation. 1911 griffen die Deutschen wieder in französische Belange ein. Neue Aufstände in Marokko hatte Paris mit massivem Militäreinsatz beantwortet. Das Reich schickte nun das Kanonenboot Panther nach Agadir. Eine Drohgebärde gegenüber Frankreich. Nur knapp entgingen Deutsche und Franzosen einem neuen Krieg. Die Regierung in Paris beobachtete die deutsche Politik mit Sorge. Frankreich und Großbritannien waren darauf aus, die Welt untereinander aufzuteilen, im gegenseitigen Einvernehmen. Dabei störte das kaiserliche Deutschland. Die Kriegsgefahr wuchs. In Frankreich und Deutschland demonstrierten die Menschen für den Frieden. Vor allem die internationale sozialistische Bewegung bekämpfte das Wettrüsten der Großmächte, etwa mit Streiks. An ihrer Spitze standen französische und deutsche Arbeiter. Ihre führenden Köpfe waren zu dieser Zeit Jean Jaurès und August Bebel. Der Sozialist Jean Jaurès setzte sich ein Leben lang für die deutsch-französische Verständigung ein. Dafür wurde er von den Konservativen angegriffen. August Bebel, der deutsche Arbeiterführer. Er war gegen einen Generalstreik, wie ihn viele in Europa forderten. Er glaubte nicht, mit diesem Mittel die deutsche Kriegsmaschinerie lahmlegen zu können.
Berlin zu Beginn des 20. Jahrhunderts, Zentrum einer selbstbewussten Nation. Die Deutschen sollten nun auch einen Platz an der Sonne bekommen, versprach ihnen der Kaiser. Er verlangte einen größeren deutschen Anteil an der Welt. Doch die oft anmaßende Politik Wilhelms II. Hatte Deutschland nur Feinde gebracht. Das Reich sah sich eingekreist von Russland, von Großbritannien, von Frankreich. Diese Konstellation sollte für Berlin katastrophale Folgen haben. Ein Mord löste eine Kettenreaktion aus, die in den nächsten Krieg führte. Am 28. Juni 1914 wurden der österreichische Thronfolger und seine Frau in Sarajevo erschossen. Die Attentäter waren serbische Nationalisten. Die Nachricht aus Sarajevo erreichte den Kaiser kurz vor einer Kreuzfahrt nach Norwegen. Österreich bat das Reich um Unterstützung im geplanten Krieg gegen Serbien. Wilhelm war einverstanden. Mit den Serben muss aufgeräumt werden, und zwar bald, schrieb er. Damit wurde ein fataler Mechanismus ausgelöst. Wer Serbien angriff, provozierte damit auch dessen Schutzmacht Russland. In Frankreich musste Russland im Falle eines Angriffs beistehen. Deutschland und Österreich-Ungarn standen plötzlich vor einem Krieg mit Russland und Frankreich. Am 1. August machte das Reich mobil. Es sind nur Bilder von jubelnden Deutschen überliefert, nicht von den vielen, die besorgt waren. Freiwillige eilten zu den Fahnen, Reservisten wurden eingezogen. Bald stand ein Heer von 2 Millionen Mann unter Waffen. Beim Abschied waren sich alle einig. Wie schon 1870 würde man dem Erbfeind eine Lektion erteilen. Wieder würden die Deutschen als Sieger in Paris einmarschieren. Doch der Krieg sollte 4 Jahre dauern. Und nicht Deutschland, sondern Frankreich triumphierte am Ende. Anfang August 1914 war das Reich siegesgewiss. In einem kurzen Feldzug sollte Frankreich überrannt werden. Beide Armeen waren an der Grenze aufmarschiert. Dann griffen die Deutschen überraschend vom Norden an, über Belgien. Aber das neutrale Land widersetzte sich diesem Angriff. Und Großbritannien stand den Belgiern bei und erklärte Deutschland den Krieg. Jetzt werden auch die Engländer Dresche bekommen, tönte die deutsche Propaganda. Die Deutschen stießen nach Nordfrankreich vor. In Reims schoss ihre Artillerie die Kathedrale in Brand. Teile der Stadt wurden zerstört. Mehr als 600 Zivilisten starben. Die Deutschen wurden beschuldigt, selbst auf Kinder zu schießen. Von Paris aus transportierten Konvois immer mehr Soldaten an die Front. Frankreich gelang es, den deutschen Vormarsch zu stoppen. 1916 breitete sich diese Front über 400 Kilometer lang aus. Von der Küste am Ärmelkanal bis nach Lothringen zur Festung von Verdun. Hier kam es zur blutigsten Schlacht des Krieges. In den Schützengräben vor Verdun fielen in 4 Monaten mehr als 200.000 Deutsche. Und noch einmal so viele Franzosen. Am Ende hatte keiner der beiden Kriegsgegner einen entscheidenden Geländegewinn erzielt. Der Krieg, eine einzige Materialschlacht. Unter dem monatelangen Artilleriefeuer verschwanden ganze Dörfer. Zurück blieben verwüstete Landschaften. Gefangene englische Soldaten. Sie waren 1915 Opfer der ersten deutschen Gasangriffe geworden. Georges Clemenceau, der französische Ministerpräsident. 1917 besuchte er die Schützengräben. Das sollte die Moral der Truppe heben. Die Soldaten waren bereit, ihr Vaterland zu verteidigen. Sie wollten nur nicht in sinnlosen Einsätzen aufgerieben werden. Clemenceau jedoch forderte von ihnen noch mehr Opfer. Das Massensterben ging weiter.
Nicht weniger rücksichtslos waren die Deutschen. Kaiser Wilhelm II. Und Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg, der Oberbefehlshaber des Heeres. Sie besuchten überfüllte Lazarette. Unbeirrt von allem planten sie die nächsten Offensiven. Der Krieg veränderte das Leben in der Heimat. Immer mehr Männer wurden eingezogen. Frauen traten in den Fabriken an ihre Stelle. Sie hielten die Kriegswirtschaft in Gang. Seit April 1917 kämpften die Deutschen nun auch gegen die Amerikaner. Deren Panzer brachten die Kriegswende. US-Präsident Wilson bot im September 1918 an, über einen Frieden zu verhandeln. Die deutsche Generalität fürchtete die Niederlage und willigte ein. Die kaiserliche Flotte hatte die meiste Zeit des Krieges vor Anker gelegen. Es war kurz vor dem Waffenstillstand, als die Admiralität noch einen letzten, sinnlosen Angriff gegen die Briten befahl. Die Matrosen meuterten, sie wollten endlich Frieden, und sei es durch einen revolutionären Umsturz. Und der Umsturz kam. In Kiel und Wilhelmshaven gingen die Menschen auf die Straße, forderten Frieden. In Berlin und in anderen Städten übernahmen Arbeiter- und Soldatenräte die Macht. Kaiser Wilhelm II. Musste abdanken und ging ins Exil nach Holland. In Berlin proklamierte am 9. November 1918 Philipp Scheidemann die Republik. Kaiser hat abgedankt, Prinz Max von Baden hat seinen Reichskanzleramt dem Abgeordneten Ehrlich übergeben. Alles für das Volk, alles durch das Volk. Seid einig, treu und pflichtbewusst. Die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die deutsche Republik. Am 11. November 1918 trat der Waffenstillstand in Kraft, den der amerikanische Präsident Wilson herbeigeführt hatte. Die deutschen Soldaten kehrten zurück in die Heimat. Sie räumten die besetzten Kriegsgebiete in Frankreich und Belgien, zogen sich hinter den Rhein zurück. Berlin. Nur zwei Monate nach dem Ende des Krieges fanden im Januar 1919 die ersten demokratischen Wahlen zur Nationalversammlung statt. Sie sollte der jungen Republik eine Verfassung geben. Es herrschte strenger Winter. Trotz des Waffenstillstandes blockierten die Alliierten bis März 1919 die deutschen Häfen auf Drängen der Franzosen. Die Versorgung brach zusammen. Die Menschen hungerten. Allein in Berlin gab es fast 10.000 Tote. Weimar. Die Stadt war der Sitz der Nationalversammlung. Die Abgeordneten stellten die Frage nach der Kriegsschuld. Eines stand fest: Der Kaiser hatte 1914 Österreich zum Angriff auf Serbien gedrängt und die belgische Neutralität verletzt. Viele Deutsche argumentierten aber, mit ihrer Einkreisungspolitik hätten die Alliierten das Reich langfristig zum Krieg gezwungen. Paris. Die französische Regierung hatte das Datum für den Beginn der internationalen Friedenskonferenz festgelegt, auf den 18. Januar 1919. Es war der Tag, an dem knapp 50 Jahre zuvor in Versailles das Deutsche Kaiserreich proklamiert worden war. Die Siegermächte gaben dem Kaiserreich die Alleinschuld am Krieg. Der deutsche Flottenbau hätte ein weltweites Wettrüsten in Gang gesetzt. Daher nahmen sie sich das Recht, die Bedingungen für einen Frieden ohne die Deutschen festzulegen. Versailles am 28. Juni 1919, 7 Wochen nach dem Treffen im Trianon Palace. Hierher reisten Deutsche und Alliierte, um den Friedensvertrag abzuschließen. Brockdorff-Rantzau befand sich nicht unter den Politikern in Versailles. Er war vorher zurückgetreten, seine Regierung ebenfalls. Die Nachfolger fügten sich dem alliierten Druck. Sie waren bereit, die Vertragsbedingungen hinzunehmen. Der Spiegelsaal, in dem einst der Preußenkönig Wilhelm zum deutschen Kaiser ausgerufen worden war. Hier wurde der Vertrag unterzeichnet.
Deutschland musste Elsass-Lothringen an Frankreich abtreten und Gebiete an Belgien, Polen und die Tschechoslowakei. Außerdem hatte die Republik mit hohen Reparationen zu rechnen, deren Höhe später festgelegt werden sollte. Nach der Unterzeichnung zeigten sich die Alliierten der Öffentlichkeit. Überall in Europa jubelten die Menschen. Der Krieg war zu Ende. Endlich herrschte Frieden.